Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Marius Ebert. Ich greife eine Prüfungsfrage auf, und zwar die Frage nach reinen Bundessteuern, Steuern und nach reinen Ländersteuern. Bundessteuern und Ländersteuern. Das ist einfach die Frage, wer bekommt das Geld? Das ist also die Frage nach dem Empfänger der Steuern. Reine Bundessteuern sind zum Beispiel Zölle, gehen rein an den Bund. Dann die Mineralölsteuer. Ist auch der Zahlungsempfänger der Bund. Und die Tabaksteuer ist eine reine Bundessteuer. Reine Ländersteuern. Wie gesagt, die Frage ist, wer hat die Steuerhoheit? Wer ist also der Zahlungsempfänger? Reine Ländersteuern ist die Erbschaftssteuer. Die geht an das Bundesland. Dann die Kfz-Steuer geht ebenfalls an das Bundesland. Und die Grunderwerbssteuer geht ebenfalls an das Bundesland. Das sind Beispiele, das ließe sich natürlich weiter fortsetzen. Ja, das ist der Unterschied. Sie wissen, bei diesen Steuerfragen ist eine solche Kategorisierung sehr oft Teil der Prüfung. Wenn Sie weitere Prüfungsvorbereitung haben möchten, schauen Sie in spaßlerndenk-shop.de. Mein Name ist Marius Ebert. Dankeschön.